Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Schnubbi in Rage, wobei das Rage diesmal gar nicht so wirklich stimmt, sondern es ist mehr so ein fragendes Ding mal wieder, so ein warum denn nicht? Mach doch mal, denn es geht eigentlich um was mir, was heißt auf dem Herzen liegt, das ist es fehlt mir einfach in der ganzen Spielelandschaft, bei der es so oft die immer und immer selben Szenarien durchgenudelt werden, fehlt mir so oft einfach ein bisschen was Neues oder selbst was schon oft da war, aber einfach mittlerweile vergessen wurde. Und dazu zähle ich ganz klar eine meiner absoluten Lieblingsszenarien oder Zeitalter, mit denen man so viel machen könnte und so wenig gemacht wird, und das ist die Zeit der Prohibition. Amerika zur Zeit der Prohibition. Es ist so eine unfassbar interessante Zeitspanne und es wird nichts draus gemacht und es ist mir wirklich unverständlich. Wie viele Spiele gibt es? Zählt auf, geht eure Liste im Kopf durch, wie viele Spiele gibt es, die in solch einem Zeitalter spielen? Da fällt ein Mafia ein, vielleicht auch noch Mafia 2, spielt zwar ein paar Jährchen danach, aber man kann es noch ungefähr so reinzählen. Mein persönliches Lieblingsspiel aus diesem, für dieses Szenario-Zeitalter, Jack Orlando. Und dann hört es bei mir langsam schon auf. Dann geht es schon eher in diese Richtung, das neue XCOM, Unclassified, The Bureau, wie auch immer das Spiel jetzt heißt. Das hat zwar noch Einschläge von diesem Szenario, aber geht dann doch viel mehr eigentlich in irgendwelche, naja, Alien-Kram rein. Das ist nun mal ein XCOM-Spiel, das muss ja in die Richtung gehen, aber das ist dann auch fast schon das Nächste, was da überhaupt rankäme. Sonst fällt mir persönlich da fast gar nichts mehr ein und das ist, ich finde das unfassbar traurig, denn wie viele Zweite Weltkriegsspiele gibt's? Und wie viele Echtzeitspiele? Und wie viele Zukunftsspiele, sei es jetzt mit Aliens oder mit Raumfahrt oder einfach nur mit Krieg auf der Welt, weil ist ja immer Krieg auf der Welt, von daher kann man da super draus was machen. Einfach 20 Jahre später hat man halt eine Laserknarre. Same game. Egal. Wie viele Spiele gibt's im Mittelalter? Ich find's, das ist halt irgendwas, das ist, ja, Mittelalter ist interessant. Und noch zum 70.000. Mal wird's interessant sein. Wenn man da Magie mit reinbaut und Drachen und Orks und Worge und weiß der Geier was, Klabusterbären, ich weiß es nicht, dann ist das trotzdem immer und immer wieder dasselbe. Auch wenn es schön gemacht ist und auch wenn es Spaß macht und interessant ist, es ist trotzdem dasselbe. Und das nervt mich einfach so langsam ein bisschen. Auch wenn man anfängt, irgendwelche Sachen in Szenarien zu packen, die da vorher nicht waren. Also sei es jetzt das neue Spiel der Dead Island-Macher, das im Prinzip dasselbe wird wie Dead Island, nur eben nicht in der Jetztzeit, sondern im Mittelalter. Ja, die Idee ist cool, in Rollenspielen Mittelalter aus der Ego-Sicht mit Zombies. Okay, die Idee ist cool, aber es ist jetzt echt nicht die Erfindung vom Rad und es ist jetzt auch wirklich nicht irgendwas, was total raussticht aus der Masse, denn das ist es nun mal nicht, es ist ein fucking Rollenspiel im Mittelalter und davon gibt's wie viele? 100, 200, 300? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie viele Spiele gibt es in diesem Zeitalter? In diesem Prohibitionszeitalter, Mafia-Zeitalter, wie auch immer. Wie viele Spiele gibt es denn davon? Und wie viele Spiele, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist? Mafia 1 ist auch schon wieder so ein paar Jährchen her. Jack Orlando ist Ewigkeiten her. Wenn man mal, selbst wenn man die Re-Releases mit dazu zählt, ist das Spiel schon über 10 Jahre alt. Sachen wie der Clou. Kennt überhaupt noch jemand der Clou? Der Clou 1 und 2. 2 war jetzt ziemlicher Schrott, aber 1 war fantastisches Spiel. Das Spiel ist 20 Jahre alt, wenn nicht noch mehr. Ich kenne das Datum nicht. Das ist jedenfalls sehr alt. Das sind Spiele, die funktionieren in diesem Zeitalter, in diesem Szenario unfassbar gut, weil sie eine extrem dichte Story haben oder eine extrem dichte Atmosphäre. Story ist eine andere Sache. Die Mafia-Story ist sehr interessant und toll geschrieben. Die Jack Orlando-Story ist fantastisch geschrieben. Nur mal als kleine Anmerkung von Jack Orlando, auch wenn das kein Schwein da draußen kennt, guckt euch doch mein Let's Play dazu an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Jack Orlando hatte, beziehungsweise irgendein Redakteur oder eine Privatperson, ich weiß es nicht, hat damals
zu Jack Orlando eine Komplettlösung geschrieben. Und diese Komplettlösung ist mit das Geilste, was ich jemals auf diesem ganzen Sektor gelesen habe. Das ist eine Lösung, die so geschrieben ist wie ein Buch. Und zwar aus der Ich-Perspektive von Jack Orlando, von dem Hauptcharakter des Spiels. Und dann wird nicht einfach gesagt, ich hebe die Fußmatte hoch und nehme den Schlüssel, dann schließe ich die Tür auf. Ich gehe hinein und gehe ins Bad, dusche mich, hole meinen Revolver aus der Schublade und mein Buch. So ist es nicht, sondern es ist wirklich sarkastisch, zynisch geschrieben. Das ist wirklich eine Lektüre. Und allein so sind die Fans des Spiels involviert gewesen, dass man so was Tolles nur aus einer Komplettlösung machen kann. Darauf aufgebaut ist nochmal das Spiel tausendmal geiler. Und ich verstehe es nicht, weil es ist nichts in diesem Spiel, nichts, was besonders wäre. Es ist kein fantastisches Gameplay mit drin. Die deutsche Synchronarbeit ist Hit and Miss, mal gut, mal wirklich katastrophal schlecht. Es ist wirklich nichts, was das Spiel besonders macht, im Gegensatz zu anderen Adventures. Außer der Atmosphäre. Und die kommt daher, weil dieses ganze Zeitalter so unglaublich interessant ist und so viel Stoff bietet, so viele Klischees bietet, die man super machen kann. Natürlich ist da jeder Zweite besoffen, weil ist Prohibition, jeder besäuft sich hinter der Kneipe irgendwo, wo nur Milch ausgeschenkt werden darf, mit Whisky. Und zwar mit übelst billigen, selbstgebrannten Whisky, den man irgendwo bei irgendwem gekauft hat, der irgendwen kennt. Es geht um, jede zweite Ecke sind irgendwelche Glücksspiele und Schmuggel eben von solchem Whisky oder Zigaretten. Es ist pures Mafia-Chaos. Jeder hat irgendwo Schulden bei irgendwem und irgendwo gibt es immer einen Boss in der Stadt, der alles unterdrückt. Und die Polizei ist hilflos und korrupt und lässt sich von diesem Typ auch noch kaufen. Man muss sich gar nicht mehr viel dazu denken. Man stellt ein paar alte Häuser in eine Spielwelt, lässt die typische Mucke laufen, die zu der Zeit läuft, stellt ein paar NPCs hin, die eingekleidet sind, wie man in der Zeit rumgelaufen ist, und instant ist diese Atmosphäre da. Man braucht gar nicht mehr viel dazu zu machen. Die Fantasie und das Wissen, dass diese Zeit wirklich existiert hat, dass da keine Zombies, Aliens oder sonst was mit rein muss, damit es interessant wird, sondern dass so viele kranke Personen und verrückte Dinger gedreht wurden zu dieser Zeit und das existiert und man weiß es und es ist instant da, wenn man diese Spiele spielt. Es ist instant dieses Feeling, ich höre diese Mucke und ich bin da drin. Das ist ähnlich wie bei Fallout. Fallout 3 hat jetzt nichts direkt mit diesem Zeitalter zu tun, spielte eher in den 50ern, beziehungsweise in dem, was die 50er übrig gelassen haben. Und trotzdem, wenn man bei Fallout 3 den Radiosender anmacht, habe ich instant dieses Feeling, dass da gerade so dieser Umbruch ist. So, alles ist möglich und totales Chaos und ich weiß nicht, das ist so eine Abenteuerlust, die mich dann irgendwie überkommt. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, scheinbar ja schon, denn sonst hätten wahrscheinlich mehr Leute mal Spiele dazu gemacht. Generell bin ich dafür, verdammt nochmal, liebe Entwickler, lasst den Zweiten Weltkrieg ruhen. Gott sei Dank macht ihr das ja mittlerweile, zumindest eine Zeit lang. Lasst Echtzeit ruhen, lasst vor allem diese Zukunftsscheiße in Ruhe, denn es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn irgendwelche Entwickler sagen, ey, 2020 sieht so aus, wir basteln da jetzt mal ein Spiel, das sieht voll abgespaced aus, und 2020 legt man das Spiel dann nochmal an und sagt, klar, das ist so peinlich, lasst es doch bleiben, lasst die ganzen Mittelalter- und Fantasy-Sachen doch erstmal ruhen, wir haben so viele Spiele in diesen ganzen Szenarien, die muss man erstmal nachholen, ich bin mir sicher, mindestens 3/4 der Menschheit hat noch nicht ansatzweise alle Spiele gespielt, die in diesen ganzen Szenarios spielen. Macht doch was in den Szenarien, in denen kaum was passiert ist. Von mir aus nicht als Rennspiel, das braucht kein Schwein. Man denke an Mafia 1, man braucht kein Rennspiel in diesem Zeitalter. Nein, braucht man nicht. Macht was im Strategiegenre. Und zwar nicht im Sinne von Aufbaustrategie, sondern eher in Wirtschaftsstrategie, Simulation. Sowas wie der Clou. Einen Tycoon. Eine Mafia-Tycoon oder irgendwas in die Richtung. Tycoon ist auch so eine Sache, die ist irgendwie tot. Leider. Es gab auch gute Tycoons, die haben Spaß gemacht. Warum auch immer die jetzt mittlerweile so einen schlechten Ruf haben, keine Ahnung. Macht was im Simulationssektor, macht was im Action-Adventure oder im Point-and-Click-Adventure-Sektor.
meiner Meinung nach der absolut perfekte Platz überhaupt für dieses ganze Szenario. Macht irgendwas daraus. Macht eine Kickstarter-Kampagne und startet Jack Orlando 2. Es wird sich kein Schwein kaufen. Ich bin mir 100% sicher, dass das Ding komplett an allen vorbeigeht. Genau wie der erste Teil eben auch. Den kennt schließlich kein Mensch. Aber macht irgendwas daraus. Lasst diese ganze Zeitspanne doch nicht einfach irgendwie fallen und konzentriert euch auf eure komischen Popel-Orks und Drachen, die es nicht gibt, die man sich immer vorstellen muss und die sich immer irgendwie meh anfühlen. Es ist nun mal so. Es ist erfunden. Und es wäre doch viel cooler, wenn man in der Welt spielen könnte, die es wirklich gab. Das ist doch viel interessanter. Naja, vielleicht stehe ich da alleine mit der Meinung. Schreibt mir doch eure Meinung. Was haltet ihr von diesem ganzen Zeitalter? Habt ihr Spiele gespielt, die in diesem Zeitalter spielen? Habt ihr Jack Orlando gespielt? Habt ihr Mafia gespielt? Mafia 2? Was haltet ihr von den Spielen? Ist es bei euch ähnlich, dass die Atmosphäre einfach überspringt und man aus diesen Welten gar nicht mehr raus möchte? Oder könnt ihr mit sowas überhaupt nichts anfangen? Seid eben viel mehr diese Schiene, die mehr auf Jetztzeit, auf vielleicht viel ältere Geschichte, wie eben Mittelalter zurückgehen möchte oder viel mehr in die Zukunft, eben in die Zukunft. Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüsschen!